Laut dem Roten Kreuz brauchen 80% der Menschen in Deutschland irgendwann im Leben eine Blutkonserve. Aber nur 3% der Deutschen spenden Blut. Ideal wären doppelt so viele. Wir haben viel zu wenige Blutspenden und dann finde ich es nicht richtig, dass jemand wie ich, nur weil ich schwul bin, nicht spenden darf. Warum werden ganze Gruppen wegen ihrer Sexualität pauschal von der Spende ausgeschlossen? Ich komme aus Baden-Württemberg von einem Dorf und bei uns ist es so, dass man da regelmäßig Blutspenden geht mit der Familie. Mit 18 und 19 habe ich das auch gemacht, mehrmals im Jahr, bis ich mich eben geoutet habe. Marcel Danner ist queerer Aktivist und Mr. Gay Germany 2019. Seit 2017 dürfen homosexuelle Männer wie Marcel in Deutschland theoretisch Blut spenden. Ich habe zum Beispiel eine super seltene Blutgruppe, also null negativ. Die können alle kriegen, die können alle bekommen, wenn man nicht weiß, was die Verletzten oder die Patienten für eine Blutgruppe haben. Praktisch sieht das aber immer noch etwas anders aus. Blutspenden in Deutschland dürfte ich, so wie alle anderen homosexuellen und bisexuellen Männern, nur, wenn ich ein Jahr lang, also 12 Monate lang, auf jeglichen sexuellen Kontakt verzichten würde. So lange soll es dauern, bis eine HIV-Infektion vollständig ausgeschlossen werden kann. Wer Blut spenden möchte, muss vorher einen Fragebogen ausfüllen und seine Gesundheit mit einem Arzt oder einer Ärztin auswerten. Ob man für eine Spende geeignet ist, regelt in Deutschland das Transfusionsgesetz, das auf einer Richtlinie der Bundesärztekammer basiert. Menschen mit bestimmten Krankheiten dürfen gar kein Blut spenden. Andere Gruppen müssen Zeiträume einhalten, in denen sie nicht spenden dürfen, zum Beispiel SexarbeiterInnen. Für Heterosexuelle gilt die 12-Monatsfrist nur bei sexuellem Risikoverhalten. Für Männer, die Sex mit Männern haben, immer. Wir haben Abgeordnete der Fraktion im Bundestag gefragt, warum manche Gruppen unterschiedlich behandelt werden und was sexuelles Risikoverhalten überhaupt sein soll. Sexuelles Risikoverhalten umfasst vor allen Dingen häufig wechselnde Geschlechtspartner und ungeschützten Sex. Das betrifft aber natürlich homosexuelle und heterosexuelle Menschen völlig gleichermaßen. Die zeitlich begrenzte Zurückstellung, die mit der Beendigung des Risikoverhaltens beginnt, ist dazu da, die Sicherheit von Blutempfängern gegenüber Krankheitserregern sicherzustellen. Es gibt ja kein Menschenrecht darauf, dass man sein Blut in andere Menschen hineingeben kann. Ich persönlich bin der Auffassung, wir sollten generell ohne Nennung von Mann und Frau häufig wechselnde Geschlechtspartner, HBG sagt man dazu im Amtsdeutsch, nennen. Menschen, die eben ohne Verhütung viel und häufigen wechselnden Geschlechtsverkehr haben. Dem gemeinsamen Programm der Vereinten Nationen für HIV und AIDS zufolge ist die Infektionsrate für Männer, die Sex mit Männern haben, 22 Mal so hoch wie für die restliche Weltbevölkerung. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit, wenn Männer Sex mit Männern haben, höher, dass sie sich anstecken, als auch wenn Frauen Sex mit Männern haben. Also je nachdem, ob man quasi anal oder vaginal Geschlechtsverkehr hat, gibt es da eben auch einen Unterschied. Die letzten 2 HIV-Übertragungen durch Bluttransfusion in Deutschland gab es laut Paul-Ehrlich-Institut 2007 und 2010. Diese Zahlen seien den strikten Vorgaben zu verdanken. Jana Aulenkamp ist Ärztin und engagiert sich mit dem Verein Hashtag Gesundheit für moderne Perspektiven auf die Medizin. Das Interessante daran ist natürlich nur, dass es nie unterschieden wird, ob Männer Sex mit Männern haben, ob sie monogam leben, also ob sie nur einen festen Partner haben, oder ob sie safer Sex betreiben, also ob sie ein Kondom benutzen. Also es wird quasi nur die gesamte Gruppe genommen und dann da nicht differenziert oder unterschieden. Der Europäische Gerichtshof urteilte 2015, dass der generelle Ausschluss gegen die Grundrechte und das Verbot von Diskriminierung verstößt. Aber die Einschränkung sei zulässig, wenn sie verhältnismäßig ist. Also, wenn es die Sicherheit beim Blutspenden erfordert und es keine andere Möglichkeit gibt, diese zu garantieren. Genau da setzen die Richtlinien an. Die Bundesärztekammer beruft sich auf ein diagnostisches Fenster von 12 Monaten. Das diagnostische Fenster ist genau das Fenster, wo sich jemand mit einer Krankheit oder einem Virus infiziert hat und es schon im Körper ist. Das heißt, es fängt gerade an auszubrechen, aber wir können mit unseren Tests das noch nicht detektieren. Damit Tests eindeutig ausfallen, müssen bei einer HIV-Infektion ausreichend Antikörper und Virusbestandteile im Körper sein. Das dauert laut Jana Aulenkamp aber keine 12 Monate. Dieses diagnostische Fenster ist heutzutage mit den Methoden, die angewendet werden, ungefähr 2 Wochen.
Je nach Test geht die deutsche AIDS-Hilfe von 6 Wochen bis 3 Monaten aus, bis eine Infektion sicher ausgeschlossen werden kann. Länder wie Kanada und Großbritannien haben ihre Fristen zum Beispiel schon auf 3 Monate verkürzt. Studien aus Großbritannien zeigen auch, dass sich die Sicherheit für die Empfangenden der Blutkonserven dadurch nicht verändert hat. Wieso beharrt man in Deutschland also weiterhin auf 12 Monaten? Wie valide Studien sind, die vorliegen, ist ja keine primär politische Frage, sondern es ist eine wissenschaftliche Frage. Und ich halte es für gut, dass die in der Interaktion zwischen Bundesärztekammer, Paul-Ehrlich-Institut, Robert-Koch-Institut und wissenschaftlichen Experten beurteilt wird. Wenn die zu dem Ergebnis kommen würden, dass eine Abstinenzzeit von 3 Monaten ausreichend ist, dann würde das Eingang in die Hämotherapie-Richtlinie finden. Und wenn sie nicht zu dem Ergebnis kommen, dann nicht. Das Paul-Ehrlich-Institut ist an der Ausarbeitung der Blutspenderichtlinien beteiligt und schreibt uns auf Anfrage: Ob dieser Zeitraum weiter reduziert werden kann, muss die Erfahrung der nächsten Jahre zeigen. Auch um den Preis, dass Menschen von der Spende ausgeschlossen werden müssen, darf auf keinen Fall das derzeit sehr gute Sicherheitsnetz im Blutspendewesen gelockert werden. Julian Kull ist stellvertretender Landesvorsitzender der liberalen Schwulen und Lesben in NRW, einer Teilorganisation der FDP. Und die FDP bringt gerade einen Antrag in den Bundestag ein, um die Blutspende weiter zu öffnen. Wir fordern, dass mehr auf das individuelle Risikoverhalten eingegangen wird, dass die Fragebögen genauer angepasst werden, genauer auf das Sexualverhalten eingehen, dass nicht aufgrund der sexuellen Orientierung oder Identität unterschieden wird und dass jeder gleich behandelt wird. Die Bundesregierung will das Transfusionsgesetz jetzt überarbeiten. Die Fristen für Homo-, Bisexuelle und Transpersonen sollen aber gleich bleiben. Die medizinische Sicht ist die wichtige. Wir brauchen Blut. Wir brauchen Blut, um Menschenleben zu retten. Aber gleichzeitig brauchen wir Blut, das nicht Menschenleben gefährdet. Die Bundesärztekammer muss ihre Richtlinien als solche überarbeiten. Die Politik soll tunlichst die Finger dabei rauslassen. Die Opposition will weiterkämpfen. Das muss anders gestaltet werden. Da haben wir parlamentarischen Handlungsbedarf vor uns tatsächlich, um eben hier Diskriminierungsfreiheit zu gewährleisten, bei natürlich auch absoluter Sicherheit der Blutprodukte. Das steht völlig außer Frage, das lässt sich aber gewährleisten, ohne diese Formulierung in der Richtlinie zu haben. Tatsächlicher Anknüpfungspunkt muss das sexuelle Risikoverhalten sein und das muss für Homo- und heterosexuelle Männer gelten. Alles andere sind diffuse Vorurteile, die der Vergangenheit angehören sollten. Menschen, die spenden, übernehmen Verantwortung für sich, für ihre Spende, aber vor allem für das Leben von anderen. Und deswegen sollten wir Blutspenden ermöglichen und fördern, anstatt sie durch pauschale Diskriminierungen zu erschweren. Für Marcel ist das alles ganz schön frustrierend. Wir haben einfach jetzt aktuell Gesetze, die aus den 80ern kommen. Und ich würde gerne einfach jetzt helfen. Sollte die Blutspende für alle ermöglicht werden, schreibt es uns in die Kommentare und abonniert unseren Kanal, um kein Video zu verpassen. Und hier erzählt Marcel auf Klo noch mehr über seinen Kampf für die Blutspende.